Heute schauen wir mal, wie man bei diesem Wagen das Gehäuse austauscht und ihm einen neuen Look versetzt oder eben ein Fahrgestell wechselt. Hallo liebe Freunde des Gepflegtmodellbaus Märklin 800 oder Märklin der 50er Jahre. Heute schauen wir mal wirklich, ja, wie man bei diesen Wägen hier das Gehäuse austauscht, weil die sehen manchmal ganz schön übel aus. Ja, oder aber auch die Fahrgestelle, und ich zeige euch das hier mal. Dort brechen sehr gern im unteren Bereich, mal gucken, ob man das so sehen kann, ja, diese Aufhängung für die Achsen ab. Ja, das ist Druckguss hier drunter, und wenn der abbricht, hat man natürlich leider verloren. Ja, ach, so sieht man das so besser. Ja, wunderbar. Also hier hält nichts mehr. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ich mir den Wagen in die Hand nehme, als Handwerkerlei suche ich erstmal eine Schraube. Oben im Dach keine, unten sehe ich auch keine. Dann schaue ich mir einen neueren Wagen an, dann sehe ich Schrauben im unteren im Bodenbereich. Diese hier. Und hier, wobei, Achtung, das sind die, die die Bremsbacken festhalten, aber nicht das Gehäuse. Die eigentlichen Schrauben befinden sich an einer anderen Stelle, nämlich, schaut euch das mal an, gucken, wie man das sehen kann. Nämlich hier und da. Das heißt, jeweils unter den Rädern. Ja? Und das bedeutet, dass man den Radsatz erstmal ausbauen muss. So, bei den neueren Modellen ist es ein bisschen einfacher, an die Schraube unten zu kommen. Da kann ich einfach sozusagen hier die Achsen rausmachen. Ja? Indem ich praktisch hier die Halterung aufschraube, zur Schraube wegmache. Wenn es abzieht, dann komme ich relativ einfach daran. Bei den älteren Wägen, also mit der Viererkupplung, ist es ein bisschen schwieriger, weil nämlich hier diese Kappen drauf sitzen, an die man sehr, sehr schwierig rankommt. Jetzt muss ich mal versuchen, ob ich das hier vor der Kamera schaffe. Mit dem Schraubenzieher komme ich da leider nicht ran. Ich zeige euch gleich. So, jetzt zeige ich es euch mal. Ich habe es jetzt gerade rausgemacht. Also das ist jetzt hier ein so kleines Klemmerchen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Mit so zwei kleinen. Oh, ich lege es mal kurz besser in die Kamera. Hat hier so zwei kleine Halterungen, Ärmchen. Und damit umschließt sie praktisch hier diese Halterung. Ja. Und wenn ich da eine raus habe, also eine reicht absolut, kriegt man das Rad eigentlich schon ganz gut raus, und so seht ihr auch auf der anderen Seite, wie das üblicherweise aussieht. Wenn da mal ein Bastler dran war und irgendwas geklebt hat, wird es natürlich sehr, sehr schwierig. So, jetzt sind die beiden runter. Ihr seht, sind immer noch zwei von den Federkappen drauf. Ich schraube jetzt den Boden auf. Und immer schön darauf achten, dass nichts verloren geht. Ja, und hier seht ihr jetzt entsprechend, ja, die Haube, die jetzt hier entsprechend demontiert ist. Wenn dann die Haube gereinigt ist, sauber, im tollen Zustand ist, dann einfach wieder draufbauen. Gucken wir mal, wie man das hinbekommt. So, also schön draufsetzen, darauf achten, dass die Leiter gut befestigt ist, ja, und dann heißt unten anschrauben. Also diese Schrauben festschrauben. Ich habe es jetzt gerade an den Arbeitsplatz gemacht. Jetzt sitzt das Gebäude, der Boden wieder fest, ja,
Und dann kommen die Achsen rein. Und dann werden, und das wird jetzt so ein bisschen Friemel, wie sagt man, so ein bisschen, ja, sehr klein Arbeit. Das setzt man jetzt da rauf und muss dann diese Laschen außen wieder ranklemmen. So, und am Ende sieht es dann so aus. Schön geworden, oder nicht? War schön, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf und immer schön auf den Gleisen bleiben.